Das Halstuch ist das Erkennungsmerkmal. Dieser Vierbeiner sucht ein neues Zuhause. Insgesamt 18 Hundedamen und Herren hoffen hier beim Speeddating auf der Leipziger Wiese, die schnelle Liebe zu finden. Eine Liebe, die dann hoffentlich von Dauer ist. Sophia und Grazienne hat Amos Pfeil schon getroffen. Eine Mischlingsdame hat ganz schüchtern ihr Herz erobert. Das ist Lucy, die haben wir gerade kennengelernt. Sie ist aus Mazedonien und ich bin schon stockverliebt, muss ich sagen. Schockverlieben ist das erklärte Ziel beim Barkdate. Bark ist Englisch für bellen. Nach kurzem gegenseitigen Beschnuppern, so hoffen die Organisatoren, dass die Herzen von Hund und Mensch hier bald füreinander schlagen. Die Idee stammt von einer Kölner Tierärztin. Seither findet sie deutschlandweit Nachahmer. Die tierischen Teilnehmer, auch beim ersten Barkdate Mitteldeutschlands, kommen allesamt aus Tierheimen und der Tierpflege. Die mussten sich im Vorhinein bei uns anmelden und dann wurden die auch geprüft von uns, dass es seriöse Vereine oder Tierheime sind. Und man kann die Hunde natürlich hier nicht direkt einfach mit nach Hause nehmen. Die meisten sind auf jeden Fall irgendwelche Mischlingsstraßenhunde aus verschiedensten Ländern. Ich habe auf jeden Fall viel Rumänien gehört oder Ungarn. Also es ist alles Mögliche dabei. Auch Besuch aus Südosteuropa ist vertreten. Gestatten, das ist Conny. Conny ist aus dem Tierheim in Moldawien. Wir haben ihn dort als ganz, ganz kleinen Welpen gefunden, im Straßengraben, schwer verletzt. Und seitdem ist er im Tierheim. Wir mussten das Bein amputieren lassen, das war nicht zu retten. Es ist einfach ein perfekter Hund, auch mit drei Beinen bloß. Das Konzept des Barkdates scheint aufzugehen. Den Organisatoren zufolge findet mehr als die Hälfte der Hunde nach solchen Veranstaltungen ein neues Zuhause. Die Vermittlung läuft dann über die jeweiligen Tierheime und Vereine. Hier wird nur der erste Kontakt geknüpft. Tolle Idee, finden die Leipziger Zweibeiner. Ich finde das absolut coole Idee, dass Menschen können Hunde finden, Hunde können gerettet werden. Das ist absolut sehr, sehr gute Idee, wunderschön. Besser als tatsächlich über Internetseiten, weil man einen besseren Bezug zum Tier hat, gucken kann, ob es passt. Wie das Gefühl ist, auch für einen Hund, bringt ja nichts, wenn ich mit denen was Internet raussuche und dann sagt der Hund, nee, wollen wir nicht. Und zu wissen, dass es Hunde gibt aus verschiedenen Ländern, denen es nicht unbedingt gut geht, aber wir die Möglichkeit hätten, denen ein besseres Leben zu geben, das ist schon ein gutes Gefühl. Diese Frage treibt hier alle um, ganz gleich, ob Hund oder Mensch. Auch das rege Interesse bei echten Schmuddelwetter zeigt, dieses unverbindliche Kennenlernen sollte fortgesetzt werden. Weitere Barkdates werden folgen, hier in Leipzig und sicher bald auch in anderen Orten Mitteldeutschlands.